höre ich Radio im Dezember, höre ich Wellenbrecher ohne Ende. Wellenbrecher. Das reimt sich zwar schlecht, aber... Man könnte ja denken, was? Auf dich hat irgendwas eingewirkt. Die rote Wirkstoffe. Ich hoffe mal, das war nur ein Glühwein. Eingewirkt, Eisbrecher. Ich bin mit dem Kopf gegen Eis gefahren, weil ich ein Eisbrecher bin. Besser sind diese Wirkstoffe, ich sehe es ja gerade, an der toten Birke. Birkenporlinge. Die sind gut, mit Beifuß gemischt, abends. Lecker Trunk und gut. Viertellich, dienlich. Ich bitte Sie daher noch einmal eindringlich. Allen zum Trotz ein Birkenporling-Tee, der hemmt den ganzen Rot. Ja, und wer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten und ein großer Fuchs, ein Rotfuchs ist, der ist auf dem Holzweg. Apropos Holzweg. Guck an, hier geht der Weg hoch. Ja, ja, hier liegt ein Weg. Ach, da liegt... solange er nicht lügt. Jedenfalls solange die Schilder nicht lügen. Manchmal stimmen nämlich die Schilder auch nicht. Ja, wir könnten auch hier hochgehen und dann von oben nach unten kehren. Ich gehe gleich hoch hier bei dem Theater. Der Weg da hoch zu ist nicht eingetragen. Nein, nein. Der ist außer. Er ist ausgetragen. Außer gefecht. Außer Gefecht, das klingt ja schon wieder sehr militärisch. Ja, wenn hier ein Militärchef schon überhaupt zu sagen hat, hat mich angepasst. Angepasst, ja. Schlecht angepasst, blau im Weiß, passt überhaupt nicht. So, Nase voll jetzt, von vorne weggehen. Geh du mal vorne weg, du bist der Führer. Führerin? Ah. Aber woher weiß man das eigentlich, weißt du? Ich habe ja Hosen an. Ne? Aber Kaffee kochen kannst du. Ich sollte wohl, ich hole einen Kaffee, aber ich sollte wohl einen Weg freischaufeln, eine Bahn ebnen oder was soll das? Emanzipation. Ach, du meinst, weil so viele Frauen Sachen oder was? Man hat nach dem Kriege um die 1000 Wörter aus dem Duden gestrichen. Und jetzt können die Blöden weiter bloß noch sagen. Wäre besser, die würden die 1000 Wörter wieder zurückholen. Aber ob die dann richtig reden könnten, müsst ihr noch bezweifeln. Der Mensch denkt viermal schneller, als er spricht. Also der, wo es noch ein bisschen im Gehirn wackelt. Ne? Also, aber ich höre, ich gucke. Ich mach mal lieber aus, sonst passiert noch ein Unglück. Oh. Guck dir das an, was fällt dir dazu ein? Was soll mir einfallen? Muss ich jetzt meine Meinung sagen oder was? Na gut, du darfst, warte. Ja. Aha, schau an, schau an. Auf der Basis unserer Grundlage haben wir ein gutes Fundament. Ja, und was hat ein Anstand mit Anstand zu tun? Das ist unanständig. Ja, was du hier sagst. Aha. Nee, du weißt, wie das ist. Ja, Radfahren, nach oben buckeln, nach unten treten. Das ist der deutsche Michel Meier, der deutsche Michel Vereinsmeier. Cut. Ich trete jetzt auch. Ich trete jetzt aus dem Video aus. Jetzt ist es passiert. Es ist passiert, die Pflanzen sind weg, Sigrid. Na, sind noch genug Pflanzen da. Bäume sind auch Pflanzen. Die grünen Pflanzen. Stauden. Alles weiß. Aber den Birkenporling kannst du jetzt gut ernten. Ja, da gibt es heute Birkenporling-Grog. Naja, Tee. Tee. Mit Beifuß, schmeckt lecker. Schluckimpfung sozusagen. Wenn das der Lauterbach wüsste. Wenn er überhaupt was wüsste. Da lachen sogar die Tiere. Die Hühner. Was ist denn hier? Mir stinkt's ja. Oh, das stinkt. Ja, mir stinkt schon lange. Kein Wunder.
Und was denkst du, wenn du das so siehst hier? Das sind keine Kompasspflanzen, das sind Kompostpflanzen. Wenn ich den Misthaufen hier sehe, da denke ich an Berlin. Keine Ahnung warum. Das sollst du gar nicht machen. Keine Energie geben. Ja, ich habe da mal eine Frage. Da ist noch eine Frage offen. Weil hier offen ist, hier war wohl mal ein Einbruch. Was? Ein Einbruch hier weit und breit. Kein Haus, keine Hütte, kein Schloss, keine Burg. Nichts sehe ich hier dergleichen. Keine Behausung hier, die da. Wo soll der Einbruch gewesen sein? Na hier, meine hier. Guck, hier. Ah, dort. Dort. Unten. Ja, unten. Nee, oben. Unten. Aha, ja, ne, das ist auch ein Einbruch. Ein Einbruch an der Freiberger Revierwasserlaufanstalt. So, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch den Ort. Was haben wir festgestellt? Es bewegt sich was im Erzgebirge. Naja, ansonsten haben wir gemerkt, es gibt viele, die haben wenig Licht an. Ja, und wenige, die haben viel Beleuchtung. So ist das. So geht es den Menschen wie den Leuten. Weltweit. Außer die Männeln hier, die sind immer glücklich und zufrieden. Willst du was? Ja, du eine Hufeisennase? Hufeisennase. Du bist auch so eine Hufeisennase. Suchst du ein Weihnachtsgeschenk für mich? Ich habe reingestellt. Ich habe dir ein Weihnachtsgeschenk gemacht, indem ich bei dir dein Bücherregal aufgeräumt habe. Ach, meine ganzen Comics entfernt. Was ist denn das hier? Kleines Sandlexikon. Lexikon für die Hände, ja. Ja. Und hier ist die Fachliteratur. Ja, deine ganzen Krimis stehen hier. Meine ganzen Krimis, ja. Die sind jetzt alle bei mir im Kopf. Brauchen wir nicht mehr nachlesen. Ja, und ich habe Glück, dass ich noch lebe. Ansonsten kann man mal das Wetter beschreiben heute. Ja, nur solche Beschreibung. Am 24. Dezember 2021. Regnet es im Erzgebirge. Ja, außer in so einer Telefonzelle mit Büchern verfrachtet. Ja, wie kriegst du die dafür? Ja, da habe ich gegen Krimis. Die Hufeisentasse, ja. Ja, es regnet nämlich. Müssen wieder raus, Dieter, sonst mache ich den Beutel noch voller. Dann hast du weiter zu schleppen. Scheiße, es regnet heute. Ach, was? Es regnet doch keine Scheiße. Nee, da hätte ich es andersrum gesagt. Dann hätte ich gesagt, es regnet Scheiße. Aha. Ich habe aber gesagt, Scheiße, es regnet. Ich habe das kleine Handlexikon eingepackt, da kannst du dich dann besser artikulieren. Oder ich. Klick auf. Klick zu. Eine ohrenbetäubende Ruhe ist es hier. Im Wald. Bist du auf der Suche nach Winterpilzen? Nee, nach dem Erzengel. Ach, ein Erzengel. Ach, ja, hab ich einen Schaker gefunden, hab einen Birkenpoling gefunden. Ja, wegen Finden und so und überhaupt. Hm? Ich finde, es ist ziemlich kalt heute. Ja, du findest, du bist zu dünn angezogen. Ja, angezogen, ja. Hoffentlich habe ich die Handbremse angezogen. Am Auto. Ach, du bist aber erschöpft. Ja, ich bin an der Quelle angekommen. Du musst dich ja gegen den Strom schwimmen. Aha. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn man zur Quelle will, dann muss man gegen den Strom schwimmen. Und hier ist die Quelle. Also, das ist eine Kraftanstrengung gewesen.
Das stimmt allerdings. Deshalb muss man eine Quellensteuer bezahlen. Im Winter durch die Gegend zu streifen, das gehört quasi zum Pflichtprogramm im Erzgebirge. Die Luft ist frei von Viren und Bakterien, jawohl. Allein der böhmische Nebel kann zu schaffen machen. Geschaffen haben die ersten Siedler der Region sogenannte Waldhufendörfer, inklusive der Pfarrhufe. Auf letzterer wurden spezielle Kirchen errichtet. Wehrgangskirchen, so bezeichnet man einige Kirchen im Erzgebirge, ein hölzernes Blockgeschoss auf Steinaußenmauern. Eine davon, eine Wehrgangskirche, befindet sich in Mittelseida. Die Besonderheit der Wehrkirchen im Erzgebirge ist die, dass sie eigentlich Wehrbodenkirchen sind. Sie sind entstanden im Rahmen des Fehdewesens. Das bedeutete also, wenn ein Adliger mit dem anderen nicht übereinkam und auch das Gerichtsurteil nicht akzeptierte, dann nahm er sich einfach heraus, den anderen irgendwie zu schädigen. Wir würden es vielleicht heute modernen Terrorismus nennen. Das bedeutete, es wurden 2, 3 Berittene in das Dorf des anderen geschickt, die dann Felder verwüsteten, Scheunen abbrannten oder Frauen vergewaltigten. Und ehe der Adlige natürlich eben beginnen konnte, sein Territorium zu verteidigen, musste natürlich gesehen werden, wie das Saatgut erhalten wurde. Denn damals konnte man ja nicht einfach Essen woanders kaufen, sondern die Bauern mussten sehen, wie sie das erhalten. Und so wurde in den Wehrböden der Wehrkirchen das Saatgetreide gelagert und konnte so den Angriff in der Regel überstehen. Und die Bauern konnten dann wieder neu aussehen, um wieder zu essen und zu trinken zu bekommen. Die Besonderheit, die weiterhin geht, ist natürlich, dass diese Wehrkirchen vor allen Dingen auf dem Erzgebirgskamm zu finden sind. Sie sind also im Einflussgebiet von Böhmen. Und wer in Böhmen schon unterwegs war, sieht vielleicht solche Kornspeicher, die ähnlich wie die Wehrkirchen mit so einem Blockaufbau versehen sind, um dort das Getreide zu lagern. So, alles ist wack. Der Wald ist wack. Der Wald ist weg hier auf der Karlshöhe. Alles ist weg. Alles ist frei. Suchst du dir schon ein Plätzchen für Silvester, wo du deine Knaller abschießen kannst? Was machst du denn überhaupt Silvester? Was ich mache? Ja. Kartoffelsalat, den habe ich schon gemacht. Ach. Und jetzt gucke ich. Ich gucke. Kartoffelsalat, das klingt ja nach Deutschland wieder. Also Lost Place hier. Lost Place, ja. Das ist Flugabwehr. Man muss sich heute wieder mit Abwehr befassen. Und das ist eine Flugabwehr. Und heute hast du hier einen totalen 360 Grad Umblick. Flugabwehr bis 1945. Naja, in diesem Sinne wehren wir die bösen Geister ab mit einem tollen Feuerwerk aus dem Archiv von früher mal, wo es noch ging. Und wünschen viel GGs, Grüße und Gesundheit für 2022 und alles, was danach kommt. Juch heißer sah die Ralala.